Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einem neuen Community-Push-Video. Ich bin's wieder, euer Easy Style. Und ja, es gibt wieder ein neues Promotion-Video. Ich habe einen neuen Gast hier am Start und der heißt fast gleich wie ich. Also der erste Name. Aber er kann sich am besten selber mal vorstellen. Ja, hallo, ich bin der Freezy. Und keine Ahnung, mache Let's Plays. Keine Ahnung, aber ich bin hier. Ne? Ja. Und wie geht's dir so? Ja, ganz gut und selbst? Ja, jo, klar. Super Trick, hä? Und freust dich dabei zu sein? Ja, klar. Ja, denn ist ja super. Dann könntest du ja noch meinen Zuschauern sagen, was du mir als Hintergrundvideo geschickt hast. Das ist ein Ausschnitt von der DayZ Standalone. Von der DayZ Mod. Von der Arma 2 DayZ Mod. Wo wir DayZ Epoch spielen auf dem Server, wo ein paar Militärwagen gibt, die bisschen besser sind als in der Standard-Mod. Ja, da kann man noch rumheizen. Aber irgendwann wird das auch in der Standalone passieren. Hoffe ich. Ja klar, jetzt kommt ja einiges Neues dazu, also von daher. Das und die Engine wird schon ein bisschen verbessert, das ist schon das Geile dran. Aber egal, weiter im Text. Fangen wir mit dem Interview an, oder? Ja. Gut, so, die erste Frage, Name deines Kanals, kannst du ja nochmal sagen. Und wie kamst du auf deinen Namen? Wie ich auf den Namen kam, das ist eine Geschichte aus dem Jugend. Das war, in unserer Klasse gab es ein Mädchen, was voll dicke Möpse hatte, weißt du? Und die wollte ich haben. Und nachdem ich sie hatte, wollte ich sie dann doch nicht mehr. Und dann habe ich sie irgendwie, ich sag mal damals so mit 15, 16 war ich ein bisschen alles scheißegal Style und da habe ich die so beleidigt und dann sagte irgendeiner Free und Assi oder sowas und dann nach ein paar Wochen ergab sich daraus Freezy und das wurde dann mein Spitzname und den habe ich jetzt so übernommen fürs Let's Play. Aha, so ein böser Bube bist du also. Okay, gut, dann ab zur zweiten Frage. Was machst du genau auf deinem Kanal? Eigentlich Let's Plays über Survival Games, sowas im Moment so Frost und DayZ, The Forest, The Stomping Land, alles mögliche an Survival Games. Die ganzen Early Access Spiele fast. Fast, ja. Fast. Aber die ganzen coolen Spiele, kenne ich auch alle. Sind sehr funny, abwechslungsreich. Jo, gut, dann zur dritten Frage. Wie aktiv bist du auf deinem Kanal und aktuelle Projekte? Oh, ich bin eigentlich sehr aktiv. Jeden Tag kommt eigentlich ein Video, außer mittwochs und sonntags, weil ich da überhaupt keine Zeit habe. Und aktuelle Projekte ist im Moment DayZ, The Forest, The Stomping Land, Among the Sleep, obwohl das endet jetzt in 2 Tagen. Dann kommt The Walking Dead Staffel 1, Episode 1, glaube ich. So fängt das irgendwie an. Also hast du 4 Projekte? Ja. Auch so ein harter Weg. Ja, jo, dann ist doch gut. Abwechslung macht's möglich. Ja, man muss überall vertreten sein. Eben. Nur eine Sache muss nicht sein. Nein. Egal. Ab zur vierten Frage. Was hast du in Zukunft auf deinem Kanal geplant? In Zukunft? In der nächsten Zukunft wird, glaube ich, DayZ Mod ein bisschen weniger und ich hoffe, dass dann endlich H1 Z1 rauskommt und dann wird das wohl erstmal aktiver gespielt werden und... Ja, das sollte ja auch noch sehr interessant werden, aber gleich wie die Standalone-Version, ähnlich. Genau, soll irgendwie so ein DayZ-Klon sein. Ich habe mich nicht viel drum schlau gemacht, weil ich lasse mich gerne überraschen, wenn ich spiele, die ich haben möchte. Ja, und sonst weiß ich jetzt gerade im Moment auch noch nichts, was jetzt... Und vielleicht bei mir bei DayZ dabei. Standalone. Genau, bei dir bin ich ja auch noch bei der Standalone dann. Irgendwann mal, Tag so als dabei. Gast, so irgendwann. Ja. Wenn man sich mal trifft und die Zeit da ist, und die Zeit reif ist. Genau. Gut, dann zur fünften und letzten Frage. Gamescom 2014, bist du dabei? Ja, bin ich. Die ganzen Tage. Die ganzen fucking Tage. Ja. So wie ich. Er ist auch so ein Harter. Guck, er ist ein Harter. Naja, gut, vielleicht sieht man sich, ja? Ja, stimmt. Ja, denk schon. Wird schon. Hab ja auch was geplant auf der Gamescom. Ach, hast du? So ein bisschen, ja. Es kommt noch ein Infovideo raus. Oder ist wahrscheinlich schon draußen, wenn das Push-Video hier rauskommt. Okay. Muss ich gucken. Aber ist was geplant, ja. Das da bist du sicher dabei.
Da ja, mache ich mit auf jeden Fall. Ja, klar. Klar, easy und freezy müssen. Gut, dann war's das mit dem Interview für heute. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für meine Zuschauer? Bleibt sauber, keine Ahnung. Hackt nicht und cheatet nicht. Bleibt easy. Genau. Oder freezy. Ja, okay, gut. Dann, Freunde, würde ich mal sagen, geht auf seinen Kanal. Unterstützt den Link wie immer unten in der Videobeschreibung als erster Link. Geht ganz easy locker auf seinen Kanal. Ich mache ganz Schleichwerbung für mich. Merkst du es? Immer easy hier. Jo, geht bei ihm vorbei, unterstützt ihn. Er ist auch ganz easy freezy. Und ja, ich würde mal sagen, das war's mit dem Part für heute. Lasst eine Bewertung da. Geht bei ihm vorbei und wir sind raus. Bis zum nächsten Community-Push-Video. Ciao, ciao. Haut rein.